Wir sind hier vor unserem Jagdhaus. In wenigen Minuten starten wir zur Jagd. Die Jäger besprechen gerade die Situation. Wir haben jetzt den 5. August. Mein Bierschwörer, der Gabo, ist einige Meter von mir. Wir birschen Richtung Wald und versuchen auf den Ruf einen Bock zu legen. Jetzt heute am 5. August ist eine optimale Zeit, um den Bock auf den Fieb herauszubekommen. Der Rehbock ist auf den Fieb zugestanden. Hier liegt mein erster Prunftbock. Ein sehr, sehr interessanter, abnormer Rehbock. Nadion Seebösbock. Ich hatte sehr viel Glück, es ist ein abnormer, sehr, sehr interessanter Rehbock. Der Bock ist im Feuer gefallen. Die Freude ist sehr groß über diesen abnormen Reifenbock. Es ist der 5. August, ein wunderschöner Morgen. Es ist ein sehr, sehr interessanter, ein reifer, abnormer Rehbock. Es war der letzte Moment, wo ich schießen konnte, ansonsten wäre er wieder im Sonnenblumenfeld verschwunden. Er ist am Rande des Feldes zum Liegen gekommen. Weidmannsheil. Wir haben den 6. August. Ich bin unterwegs auf der Morgenbüsch mit dem Klaus. Wir versuchen, einen guten Rehbock zu erlegen.
Heute Morgen hat es gepasst. Der Klaus hat seinen Rehbock erlegt. Ich habe den Bock herbeigefiebt aus ca. 500 Meter. Der Bock ist Hochkapital. Es war eine extrem spannende, herausfordernde Jagd. Der Schuss musste schnell vonstatten gehen, da, wie gesagt, das Fippen zugestanden ist. Es war ein perfekter Jagdmorgen mit einem absolut phänomenalen Abschluss. Ich habe hier heute Morgen Birsch geführt. Mein Jagdfreund konnte diesen kapitalen Bock erlegen. Es war eine sehr, sehr spannende Jagd. Ich habe den Bock herbeigefiebt und der Klaus hat den Bock mit einem sauren Schuss im Feuer erlegt. Es war eine sehr, sehr schöne, spannende Jagd. Man zählt an den Klaus. Wir hatten wieder mal ein schönes jagdliches Erlebnis zusammen.